Und da geht es auch schon weiter hier in Subsistenz. Was sind denn das da vorne für Gebilde? Ah, das sind einfach Sträucher. Ich habe gedacht, das sind jetzt so kleine Hütten. So kleine Jägerhütten, weil ja gerade vorhin, also für mich gerade vorhin, bei euch ist es jetzt schon ein, zwei Folgen her, gesagt wurde, dass gleich hier auch die Jäger hier Einzug halten. Also es kann jetzt wirklich überall sein, dass wir hier auch auf Jäger stoßen. Boah, da vorne ist der nächste große Baum, wo wieder eine Larve drin sein könnte. Kini hier vorne. Guck mal, hier gibt es auch schon wahrscheinlich. Guck mal, hier ist eigentlich das Ende der Karte, sehe ich gerade. Da ist dieser Abgrenzzaun. Die Karte hat sich übrigens vergrößert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen war es sehr interessant für mich, hier nochmal reinzuschauen. Okay, der ist leer. Aber es scheinen keine Kisten zu sein, wo man jetzt gut looten kann oder so. Es wird auch langsam wieder düster. Wir sollten langsam auch zurück zur Hütte wieder. Und uns am besten irgendwie einbunkern. Was heißt einbunkern? Ich meine, Bunker ist es ja nicht, ne? Wenn man das so überlegt. Uns irgendwie auf die Plattform stellen. Da sollte nämlich doch der Super-GAU kommen, dass wir uns ein bisschen sicher hingestellt haben. Hallo, Mr. Bär. Bleib da unten, bitte sehr. Ich bin momentan auch in Twitch Sings-Fieber. Ich weiß nicht, sagt euch Twitch Sings etwas? Ihr wisst ja, ich bin ja sehr, sehr häufig auf Twitch halt hauptsächlich unterwegs und da gibt es halt dieses Twitch Sings und ich weiß, dass ich nicht singen kann, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß und ja, da haben wir schon das ein oder andere Blöderei oder Blödelei-Duett an den Start gebracht. Total lustig irgendwie. Ist so unser Hauptproblem, würde ich mal sagen, ne? Zwei Larven ist jetzt nicht wirklich viel, aber immer ein bisschen. Tauchen ist jetzt auch nicht viel, was wir da jedes Mal rausholen. Ja, jetzt müssen wir auf die Schnelle gucken, uns ein Lagerfeuerchen zu erstellen, sonst erfrieren wir in der Nacht. Irgendwie wird mir gerade duselig, sehe ich gerade. So, wir brauchen Anzünder, wir brauchen Holz. Zack und gib ihn. Und dass wir das gleich auf die Schnelle noch brutzeln. Dass wir vielleicht ein bisschen gegenwirken können, ich weiß es nicht. Weiß ja nicht, was ist denn das hier? Hunger.
Das dauert ja auch immer eine Weile. Was sagt denn das Terminal hier vorne? Hat das denn schon irgendwie ein bisschen Energie? Ach, guck mal. 10 Federn. Habe ich nicht. Ich habe 9 Federn. Verdammt. Leder könnten wir hier... Haben wir auch nicht genug. Wow. Wollen wir uns kein Alternativbett bauen? Was haben wir denn sonst hier noch? Das hat schon mal gut was wiedergegeben. Hunger haben wir auch noch unten gehabt. Passt das Ganze, ja. Ja, ich hatte in der letzten Folge angesprochen, in der Zeit, wo wir jetzt eh hier warten müssen, oder gefragt, was spielt ihr denn momentan so an Games? Würde mich mal interessieren. Ja, ich bin momentan in vielerlei Genres unterwegs. Ich hatte erzählt, ich spiele momentan aus meiner Steam-Bibliothek so ein paar Spiele ab. Wo ich aber merke, Motion Sickness oder irgendwas anderes, lasse ich dann die Finger von, das lege ich ja wieder zur Seite. Oder wenn ich merke, das wird jetzt im Allgemeinen nichts, tu mal weg. Wird dann schnell wieder beiseite geschoben. Sind die ein oder anderen Games dabei, die ich auch von Entwicklern bekommen habe, wie Don't Die Minerva, was ich ja auch als kleines Zeigevideo mal auf meinen Kanal gesetzt habe. Da kommt jetzt für mich heute im Laufe des Tages, wir haben jetzt 2.35 Uhr morgens, also ich bin wieder, ne, ich kann wieder nicht pennen, deswegen setze ich mich hier gerade hin. Wieder ein Mega-Update raus, wo ich sehr gespannt drauf bin. Das ist so ein kleines Gamechen zwischendurch, es macht auch irgendwie Spaß, bin ich ganz ehrlich. Ja, da bin ich nebenher momentan Nintendo Switch dabei zu zocken, mit Mario Kart, mit Tetris 99 und solche Sachen halt. Und ja, so verbringe ich momentan meine Zeit. Ne? Ab und zu mal in Ark reinschauen, machen und tun, um unsere Tiere gefüttert zu halten und. Ja, solche Sachen halt. Momentan meine Hauptaufgabe, will ich fast schon sagen. Oh, da tun wir alles mit hier rein. Also wir hätten hier Wärmekit, das ist schon gar nicht verkehrt. Aber wie gesagt, was mich halt hier ankotzt, dass ich jetzt hier so ein Gegenmittel nicht genug Ressourcen hätte. Das wäre einmal eine Leber. Wo kriege ich denn eine Leber her? Ich habe hier Fett, aber das war es auch. Wobei, aus dem Fett können wir Biokraftstoff herstellen, ne? Das könnten wir zum Beispiel an den komischen Ofen hier machen. Wo ist er denn? Oder nee, war das eine Raffinerie? Ich glaube, das war in der Raffinerie. 12, 10, 12. 12? Okay, uns fehlt hier Metall. Können wir vielleicht aus den Nägeln irgendwas craften hier? Da irgendwas herstellen? Oder hier am Terminal selber? Sieht nicht danach aus. Schade. Jetzt hätte ich da jetzt echt geschaut, dass wir uns hier so eine kleine Raffinerie bauen, um Biodiesel herzustellen. Aber das können wir vergessen. Ja gut. Da kann ich damit irgendwas machen. Im normalen Inventar kann ich auch nichts herstellen. Wäre super gewesen, aber gut. Soll nicht sein. Okay, hat sich das auch wieder erledigt.
Wir müssen auf jeden Fall mehr Ressourcen finden. Ob wir hier vorne irgendwas finden, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall könnten wir noch mal gucken, gleich nach Seegras zu tauchen, weil hier unser Gemüse langsam auch den Geist aufgibt. Wir könnten noch mal was trinken, würde ich sagen, wa? Eine Zeit, wo wir hier warten. Lagerfeuer brennt ja eh, dann können wir das auch noch abkochen hier. Ich gucke jetzt so ein bisschen rum, weil ich immer noch die Befürchtung habe, dass hier irgendwo gleich die Jäger auftauchen. Ich weiß es nicht. Das haben wir dann auch wieder abgekocht. Sehr gut. Zack, hier wieder rein. Jetzt wird es langsam hell. Gucken wir, ob wir hier vorne den Baum nochmal wegschlagen können für eine Larve oder sowas. Können wir vielleicht jetzt schon los? Ah, es wird kalt. 1 Grad ist nicht wirklich viel. Aber vielleicht halten wir das hier aus. Wir haben ja wenigstens eine Hose an. Nee, das halten wir nicht aus. Okay. Er ist noch gar. Ah, jetzt. Ah, es wird wärmer. Einmal am Tag könnten wir. Da ist auch schon der Wolf wieder. Könnten wir auf jeden Fall hier schön abernten gehen. Das mit dem Wolf nervt mich jetzt ein bisschen. Gucken wir mal hier vorne. Wir bleiben kurz stehen, regenerieren unsere Ausdauer. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung der kommt. Ne? Wenn der jetzt in unsere Richtung kommt, haben wir eh die Arschkarte gezogen. Dann müssen wir auf jeden Fall nachher kämpfen gehen. Ne? Und ein Seegras. Gucken mal. Hier vorne bestimmt auch irgendwo noch. Dass der pro Tag wächst, sollten hier 2 Felder mit Seegras eigentlich sein. Oder 6 random, das weiß ich nicht. Das kann ich halt nicht sagen. Soweit bin ich auch noch nicht. Aber wir haben jetzt wenigstens schon mal Seegras. Einmal das Seegras essen. Einmal die Larve essen. Gehen wir mal hier vorne ein bisschen lang. Vielleicht sind hier ja neue Kisten fallen gelassen worden. Weiß das schon. Da weiß ich halt auch nicht, wie sich der Spawn verhält, ne? Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Jetzt wird es gleich wieder kalt. Auch ein Bär rum. Das ist gerade ein bisschen anstrengend, weil wir hier nicht vorankommen, ne?
irgendwie eine geile Essenskiste wäre jetzt echt nice. Ist auch ein Wolf. Hier, vorne ist eine Kiste. Oh, jetzt verliere ich auch noch Energie. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Warum verliere ich denn jetzt Energie? Wahrscheinlich, weil es kalt ist. Wir stellen es zurück zur Basis sollten. Am Lagerfeuer zu wärmen, wo ich hoffe, dass da noch genug Holz drin ist. Jetzt ein bisschen Brennkunst ran zu schaufeln hier. Wobei, jetzt hier habe ich wieder keinen Schaden. Ist es da oben einfach zu kalt? Kann es sein auf dem freien Feld? Das könnte ich mir noch vorstellen. Oh, guck mal hier. Oh, auch Munition. Munition ist schön, Munition ist schick. Mein schön ist ja jetzt, dass unsere Basis hier angezeigt wird. Also wir könnten schon ein Stück gehen. Das Problem ist halt, wir sind vergiftet. Ich weiß halt nicht, wie sich das auswirkt. Das ist auch komplett Neuland für mich. Natürlich ist das Lagerfeuer aus. Egal. Also wir haben einmal Munition hierfür. Einmal Munition dafür. Stroh haben wir noch ein wenig. Die Heilpflanzen haben wir noch. Und natürlich Holz. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen dann irgendwann mal weiter. Ich wollte einfach so ein paar Aufnahmen raushauen. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Es hat sich viel getan in dem Game. Auch ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Gibt's wieder ein bisschen Stoff auf dem YouTube-Kanal. Wie gesagt, unregelmäßig, aber es wird was kommen. Und ansonsten halt im Stream. Wenn euch die Folgen gefallen haben, zeigt's mir mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann sag mir, wie es warum, weshalb. Und da halt Bescheid weiß, ne? Also, erwartet keine Wunder. Ich nehme momentan wirklich mit Streamlabs OBS auf. Dass mir das Ganze ein bisschen erleichtert, ohne rendern zu müssen und so weiter, ne? Weil so ganz reinknien werde ich mich nicht mehr in die YouTube-Geschichten. Aber das habe ich ja mal erzählt. So, Freunde, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.